Ein besorgniserregender Notruf erreicht Tom Meyer und Stefan Sedera. Eine Frau hat ein kleines Mädchen angefahren. Noch ahnt keiner, welch dramatische Wendung der Fall nehmen wird. Anruf für die 1729 vor Ort aus dem KZ. Hallo. Ich hab gerade, das Mädchen ist weg. Während die Unfallfahrerin die Polizei informiert hat, ist das kleine Mädchen plötzlich weggelaufen. Möglicherweise ist das Kind schwer verletzt und braucht ärztliche Hilfe. Wie alt ist das Mädchen? Eine pinke Jacke hat sie. Wie alt ist sie ungefähr? Sieben. Acht, okay. Weiß ich nicht. Ich schaue mich um. Aber die ist verschwunden. Alles gut. Gehen Sie zu den Kollegen, die kümmern sich. Hallo. Um Sie. Der Kollege und ich. Da ist Ihr Roller. Okay, der Kollege und ich, wir suchen jetzt nach Mädchen. Haben Sie noch gesehen, in welche Richtung sie weggegangen ist? Nein. Gar nicht. Es ist Wahnsinn. Gut. Die ist einfach aus. Und gucken, sie könnte überall sein. Ich okay, nicht. Das machen wir. Die Polizisten kümmern sich drum. Sie gehen mit uns mal in den Rettungswagen. Wir schauen. Papiere nehme ich mir gleich, ja? Ja, gut. Da war sie, als ich angerufen habe. Ja, wir haben jetzt die Problematik, dass die Unfallfahrerin gesagt hat, sie hat ein kleines Mädchen angefahren. Angeblich war das kleine Mädchen hier auf dem Roller. Ich gucke jetzt hier nach Blutspuren, um zu gucken, ob das kleine Mädchen sich vielleicht auch verletzt hat. Vielleicht hat es jetzt einen Schock bekommen und ist erstmal weggerannt. Wir gucken jetzt hier mal in der näheren Umgebung. Und gut, ich hoffe, sie hat sich nicht ernsthaft verletzt. Hast du irgendwas? Hallo, kommst du zu mir? Komm her. Wer bist du? Emma. Emma, ich bin der Tom. Grüß dich. Emma, was ist denn passiert? Geht's dir gut? Ja. Ja? Kannst du mir erzählen, was passiert ist? Ja. Ich habe meine Mutter gesucht, nämlich meine Babysitterin, die ist zu Hause und die liegt so, als ob die tot ist. Die liegt zu Hause, deine Babysitterin. Die hat auf dich aufgepasst, weil deine Mama arbeiten ist? Ja. Deine Mama ist arbeiten, okay. Kannst du mir sagen, wo du wohnst? Ich weiß es nicht. Du kennst deine Adresse nicht? Bist du aus der Richtung gekommen? Von da hinten? Oder von da hinten? Von da hinten. Von da hinten, okay. Kannst du mir noch mal deinen Nachnamen sagen, Emma? Schneider. Emma Schneider. Okay. Emma, das ist der liebe Stefan. Hallo. Der unterhält sich kurz mit dir. Ja. Ne? Sag mal, hier vorne war jetzt gerade ein Unfall und die Fahrerin von dem Auto, die hatte große Angst gehabt, dass sie dich angefahren hat. Hat die dich denn erwischt mit dem Roller? Du warst ja mit so einem kleinen Roller unterwegs, habe ich gesehen, ne? Ja, weil ich dachte, ich habe meine Mutter gesehen, aber das war nicht meine Mutter. Ha? Hast du denn irgendwas abbekommen, so einen leichten Aufprall oder so? Nee? Wir haben... wo ist sie denn jetzt? Hallo, für die 1729. Hey, Kollegen, kommt bitte noch mal. Stefan Sedera ermittelt die Adresse des Mädchens. Stimmt dessen Aussage, schwebt die Babysitterin womöglich in großer Gefahr. Kollegen, ja, bitte. Die Dame, in was für einem Zustand ist sie? Die ist, die hat nur eine Platzwunde an der Nase. Also ambulant versorgt, die müsst ihr nicht mitnehmen? Nein. Was ist mit der Kleinen? Die ist auch in Ordnung. Die ist auch in Ordnung? Ja, die ist in Ordnung. Die hat einen Schreck gekriegt oder so, aber die ist in Ordnung. Die hat ja Schoner angehabt, Helm und alles. So wie sich das gehört, immer sehr vorbildlich. Ne? Ja. Wir haben den Verdacht, dass Ihre Babysitterin möglicherweise in der Wohnung verletzt. Tot ist sie bestimmt nicht. Nee. Dass sie verletzt ist. Deswegen würden wir euch gerne mitnehmen zu der Wohnung. Das ist in der Eisheiligen Straße 10. Das sind zwei Straßen weiter. Gut. Wenn ihr da mitkommen würdet, dann würde ich das über Arnold dann schon mal weitergeben. Und das Mädchen nehmen wir mit oder nehmt ihr das mit? Nein, die nehmen wir mit. Die nehmt ihr mit. Hey, Polizeiwagen, viel cooler als so ein Sunnywagen. Kommt zu uns. So, kleine Maus, da darfst du mit der Polizei mal mitfahren. Arnold, ne? 1729. Stefan Sedera und Tom Meyer sind sehr beunruhigt, was sie an der Adresse des Mädchens erwartet. Die Schilderungen der Kleinen klingen extrem glaubwürdig und beängstigend. Warte, ich helfe dir mal. Oh, komm mal her. Oh, hier wird's eng. Dein Roller nehmen wir jetzt mit oder später? Kann man später rausnehmen. Okay, den holen wir mal später. Gucken wir jetzt mal, ne? So. Dein Helm brauchst du gar nicht mehr, ne? Oh. Oder? Kannst du abmachen, wenn du willst. Arno, für die 1729, wir sind vor Ort, Eisheiligen Straße 10. So. Verstanden. Gibt es einen anderen Weg, um da reinzukommen? Ja. Zeigst du uns denn mal? Die Polizisten haben die schlimmsten Befürchtungen, die sich nur wenig später zu bewahrheiten scheinen.
Guck mal, auf dem Boden. Oh, scheiße. Hier, guck mal, Kollege. Warte mal. Jetzt hat er das aufmachen. Hallo, hören Sie uns? Emma. Kollegen, kommt ihr mal? Arnold, für die 1729, wir haben im Haus eine verletzte weibliche, bewusstlose Person aufgefunden. Die Kollegen vom Rettungsdienst sind am Werk jetzt gerade. Aufwachen. Hallo. Einmal aufwachen. Einmal die Augen aufmachen, bitte. So ist es, die Kollegen kümmern sich gerade um sie. Nur langsam kommt die junge Frau zu sich. Die Sanitäter haben sofort eine Vermutung, was zu der Bewusstlosigkeit geführt hat. Bisschen Alkohol getrunken, kann das sein? Ich riech so ein bisschen Alkohol. Ein Saft mit Alkohol gemixt, ein bisschen, oder? Tom, ist das mal Saft oder ist das Wein? Das Wein, ne? Wie viel haben Sie denn getrunken? Also, wenn, dann ist der Saft schlecht geworden. Ja, okay. Sag mir nicht, da ist auch was im Kinderbecher drin. Emma, hast du das getrunken? Ja, ein bisschen. Aber das war eklig. Das war eklig, ne? Ist auch pfui. Ist auch Wein drin. Haben Sie dem Kind Wein gegeben? Ein Saft? Der Saft ist aber ja Wein. Das müssen Sie ja gemerkt haben. Ja, so ein kleiner Kinderbecher, der sieht sehr freundlich aus. Der Inhalt war aber heute das Entscheidende. Denn hier war Wein drin. Der kann natürlich in der dementsprechenden Konzentration, gerade bei kleinen Kindern, die einen kleineren Körper haben und der Organismus ganz anders auf Alkohol reagiert, sehr gefährlich sein. Und die kleine Emma gab halt an, hier dran genippt zu haben. Wir haben das natürlich sofort medizinisch überprüfen lassen. Aber wir hatten dann das okay, dass es der Kleinen gut geht. Und wir hatten jetzt auch keine Ausfallerscheinungen bei ihr. Wie viel haben Sie denn getrunken? Die ganze Flasche? Ja, da war nicht mehr so viel. Ja, aber Sie haben nicht im Ernst den Frau Kinder Schneider, angegeben. Frau Schneider, Ihrer Tochter geht es Emma. Gut. Was ist hier los? Ihrer Tochter geht es soweit gut, Frau Schneider. Emma, willst du mal zur Mama? Was ist passiert? Was ist hier los? Ich verstehe das nicht. Pass auf, wir gehen mal nach da oben, dass die medizinischen Kräfte hier arbeiten können. Tom Meyer bringt der aufgebrachten Mutter schonend bei, dass die Babysitterin in verantwortungsloser Weise das Wohlergehen ihrer Tochter gefährdet hat. Ist das Ihr Kleid eigentlich? Nein, das ist mein Kleid. Das ist Ihr Kleid. Wieso hast du mein Kleid an? Johanna, was ist hier los? Erklär mir das. Haben Sie öfter diese Babysitterin? Ja, natürlich. Das heißt, Sie kennen sich und existiert ein gewisses Vertrauensverhältnis. Ja, natürlich. Warum steht da Wein? Ich glaube, das ist ja alles ein bisschen außer Kontrolle geraten. Wahrscheinlich wollte Ihre Kinder oder Babysitterin hier, ja, Grand Dame spielen und hat dabei ihr Kleid angezogen, ist ein bisschen in Stimmung gekommen, hat halt zu viel Wein getrunken und den hat sie offenbar nicht vertragen. Ne? Und ihre Tochter, ganz geistesgegenwärtig, hat Angst gehabt um ihre Aufpasserin und wollte Hilfe holen. Und bei dem Versuch, Hilfe zu holen, ist er halt auf die Straße gegangen und ist da einer Frau vors Auto gelaufen. Die konnte zum Glück noch ausweichen, hat dadurch einen Laternenpfahl angefahren. Und ja, so ist das Ganze passiert. Ne? Für das spätere Verfahren will Stefan Sendera den Alkoholwert der jungen Frau ermitteln. Das ist allerdings nicht so einfach wie gedacht. Ich würde Sie bitten, da mal bitte reinzupusten, und alles geht, bis ich Stopp sage. Nee, die Zähne müssen wir schon auseinander machen, weil sonst... sollen die keine Luftballons aufblasen. Also sie sollen schon kräftig ja, pusten. Bitte? Noch so lange. Ja, also so wird das gar nichts. Ja, pass auf. Wenn Sie keine Lust haben, das macht Ihnen keinen Spaß, mir macht das auch keinen Spaß, dann machen wir es so, dann fahren Sie mit den Herrschaften mit, ne, oder Sie fahren mit uns mit auf die Wache, je nachdem, was das medizinische Personal sagt. Und dann werden wir einen Arzt bestellen auf unsere Wache und werden dann ihm Blut abnehmen. Also einfacher ist es, Sie geben sich jetzt mal Mühe. Ja? Fester. Ja, hervorragend. Sehen Sie? Ja, und auch wieder loslassen. Ist ja gut. 1,8. Das ein bisschen? Oh. Ja, aber so schlimm. Also, es hat gar nicht so nach Alkohol geschmeckt. Also, ich kenne Leute, die haben 1,8 Promille, die gehen auch normal noch arbeiten, ne? Aber das sind. Alkoholiker, ne? Genau. Ganz kurze Frage, würdet ihr die Dame mitnehmen in den Krankenhaus, dass sie sich da ausnüchtert quasi? Ja, würde ich sagen. Wir können schon von ihr von Alkoholvergiftung reden, oder? Ja. Okay. Bekommen Sie das noch mit, was ich Ihnen sage? Klar. Okay, im Notfall bekommen Sie alles auch noch mal schriftlich von uns, ja? Gut. Ich glaube, wer schreibt, der bleibt, ne? Okay.
Strafrechtlich bewegen wir uns hier in der Richtung Misshandlung von Schutzbefohlenen. Die Babysitterin hier vor Ort hatte die Pflicht, sich um die Emma zu kümmern. Das hat sie nicht getan. Sie hat ihr nicht bewusst wehgetan oder sie bewusst misshandelt. Aber sie hat es billigend in Kauf genommen. Sie hat nichts unternommen, um sie vor Gefahren zu schützen oder diese Gefahren abzuwenden. Und somit werden wir erstmal in diese Richtung ermitteln. Die hat ja noch Glück gehabt, dass die Emma so aufgeweckt ist. Wäre das ein anderes Kind oder jüngeres Kind? Ja. Ah, gut. Ich habe sie auch gelobt. Unglaublich.